Gott nicht warten lassen. Wir brauchen eine Verstaubpause, Groot. Zeig uns dein Schwert. Gar nicht gut. Mach dein Ding, Drax. Warlord wird uns führen, falls wir ihn finden. Schöne alte Maschine, ist das Ding ziemlich arg. Die Lösung ist einfach. Wir müssen ihn zuerst ausschalten. Spüre deinen Zorn. Zeit für den Schredder. Ein weiterer Irrakult ist weniger. Wir müssen Warlord finden. Falls er wirklich hinter der magischen Barriere ist, müssen wir unsere Aufmerksamkeit darauf konzentrieren. Hol ihn dir, Groot. Gerne. Das war der Arm! Bin ich mir das ein oder machen wir wirklich kaum Geld? Leute, Gruppe bilden! So, wo sind denn diese komischen Kabel, die ich gleich ziehen soll? Ich habe noch nicht ganz genau gesehen. Sie wollen, dass ich sie hochjage. So, zwei Kabel soll ich ziehen. Und ich muss zugeben, immer Frage, wenn wo? Muss erstmal die Gegner erstmal fertig machen oder übersehe ich irgendwie was, wo die Gegner spawnen sich dann dauernd wieder? Wir können heute nicht verlieren, Quill! Jetzt malen wir das Schlachtfeld, Rocket. In unzähligen Schattierungen. Aber wenn wir zu aufgeregt sind, dann wird dieses Fest der Liebe, diese richtige Euphorie, mit einem Mal verschwinden. Wer ist dabei? Stern und Freude! Zeit für ne... Das ist deine Chance, Gamora! Hat deine Smartphone! Ja. Verschwendet keine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen! Sag das den verfragten Maschinen! Wir müssen diesen Glaubensschild durchdringen! Wir vergeuden Zeit! Wieder ein Kopfisten eliminiert! Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Binde sie fest! Dieses Schiff ist voller Schrecken! Ich bin bereit, mit diesem Albtraum abzuschließen. Los, einer für mich! Lass sie runter, ich sag dir, lass sie runter! Alles für dich, Rocket! Wir müssen vorrücken! Ich bin bereit, ich brauche nur eine Lücke! Was jetzt, Peter Quill? Dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Tu ist zu ehrwürdig, die Großhimmel. Packen und ziehen, Groot. In Ordnung. Autsch, das muss doch wehtun. Groot, ein Verwundeter. Lass ihre Lichter ausgehen. Ein Krieger verschwendet keine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen. Ein Krieger bekämpft alles, was ihn umbringen will. Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem. Durch, Rocket! Klar! Wie lange bauen Sie denn schon Roboter? Sie müssen sich hierauf vorbereitet haben! Ist das eine sogenannte Schwierigkeit? Wenn es stumpf wird, musst du härter zuschlagen. Zerquetsch die Drax! Dieses Schiff ist voller Schrecken! Deswegen werden wir es verschrotten! Hier bauen sie also die großen Jungs! Mann, hoffentlich wachen die nicht alle auf einmal auf! Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt! Ich will jetzt mal kurz gucken, hier laufe ich an irgendwas vorbei die ganze Zeit? Der Flugmann stärkt sie durch Glauben! Verstehe das nicht. Wo sind denn diese Scheißkabel hier? Wir waren wohl nicht eingeladen. Mich stört das nicht. Todesboxen dürfen gerne alle zu Hause bleiben. Es wird Zeit, dass jemand mit Klinge spürt. Wir müssen diesen Glaubensschild durchbringen. Wir vergeuden Zeit. Ach, da hinten oder was? Ein Krieger verschwendet keine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen. Drax, Schleuder! Ein Krieger bekämpft alles, was ihn umbringen will. Ah, nee, ernsthaft? Dieser Gegner ist gut gepanzert. Das war hier euer Ding hier, die ganze Zeit? Nein.
Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das sollten wir so laufen wie dein Kopf, oder? Wir müssen die Stecker ziehen. Ja, aber erst brauchen wir Zugriff. Bereit machen! Mach mir den Bau! Verstärkt seinen Druck! Erledigen wir den Narren, damit er keine Leckerlis mehr verteilt. Der Große geht in die Knie. Machen wir seinen Untergang permanent. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesen großen Bock schießen. Ein Krieger verschwendet keine Zeit mit dem Kampf gegen Maschinen. Ein Krieger bekämpft alles, was ihn umbringen will. Danke, Groot. Hol ihn dir, Groot. Ich bin Groot. Ich arbeite daran! Arbeite schneller! Zerhack sie! Das ist ein großer, böser Drecksroboter! Die Lösung ist einfach! Wir müssen ihn zuerst ausschalten! Wir müssen in der Nähe des Befreiungsreifen, oder? Der Warlock-Tracker schlägt massiv aus! Wenn er dann die Bahn umgeht, dieser Ort erinnert mich an die Halbweltfabrik! Ich hasse ihn! Jag sie hoch, Rocket! Dieses Schiff ist voller Schrecken! Dass ich die Victory mal verpissen würde! Dieter! Heilige Verstärkung! Schickt ruhig ein, eure infernalischen Maschinen! Uns schüchtert ihr nicht ein! Dieser Ort ist der Inbegriff von Einschüchterung! Ich bin bereit zu zerstören! Halt durch, Rocket! So, wo kann ich denn jetzt? Ist der hinten ein Kabel oder was? Da kann ich auch nicht lang. Ich will nur gucken, wo ich lang muss. Ja. Ach, scheiße, ich bin auch manchmal doof an. Ja, ich helfe dir gleich. Ich muss erstmal nur gucken, wo ich gerade die Kabel ziehen muss. Ja, zu spät gesehen, weil der Papa nicht richtig geguckt hat. Versuchen wir es nochmal, okay? Was jetzt, Peter? Wir brauchen Hilfe! Hau sie weg, Rocket! Was Tracker bald finden, sonst ist das alles sinnlos! Und von Nicky! Diesmal bin gleich bei dir, Großer! Tritt ihm dein, wo es wehtut, Rocket! Mann, ey. Das hätte auch deutlich schneller gehen können, ne? Wenn man mal nicht richtig guckt. Da! Warlock! Moment, ich hole uns eine Drohne runter zur Goldbacke. Haltet euch gut fest! An der Drohne, nicht den Backen. Okay. So, nu? Mist! Alle runter! Kommst du endlich zur Konfrontation mit dem Angeketteten, ihn zu strafen für seinen steilen Sturz? Halt doch einmal den Mund! Ich hab freies Schussfeld. Lass es! Wir können von hier oben keinen Kampf riskieren. Du tauchst am Vorabend unseres Aufstiegs hier auf. Weshalb? Um uns ein weiteres Mal alles zunichte. Was habe ich je genommen? Meinen Glauben! Und nicht nur meinen! Du hast deine Herde verlassen. Dieselbe Kirche, die wir aufgebaut hatten. Wir glauben, unser Gott sei tot. Und mit dir jede Hoffnung, die Verlorenen zurückzubringen. Ich dachte... Du hast mir meinen Sohn versprochen. Ich versprach nur Verbundenheit. Du suchtest Sklaverei. Meine Fehler waren vielfältig, aber dein...
Fieber ist nicht darunter. Genug! Genug jetzt! Das wahre göttliche Gefäß wartet. Du bist nur eine Hülle. Ein verblasster Schatten. Aber selbst du wirst das Licht spielen. Hör doch her. Halte inne mit diesem Horror. Raker! Ja, Raker verpisst sich anscheinend hier. Okay. Und nun? Wie befreien wir dich? Wächter, brecht meine Bande. Raker richtet rastlos sein Restaurationsritual aus. Rocket, kannst du ihn da rausholen? Wenn's denn sein muss. Lass mich raten, Rakers Macht war mörderischer, als mancher meinen möchte. Wen schert Schwadronieren über schwindende Chancen, Tochter von Thanos? Bald flutet falsche Frömmigkeit die Raker-Brut und mästet den Moloch. Nein, das wird nicht passieren. Dem schieben wir gemeinsam eine Regel vor. Richtig? Richtig. Klick. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wohl anrecken. Wer wartet, wird welk. Wer wartet, wird welk. Sprecht ein bisschen dolle. Was willst du? Quatsch. Ja, gar keine schlechte Idee. Können wir ja später machen, wenn wir gewonnen haben hier. Falls der Magus Form findet, so, wird seine grenzenlose Gier die Schöpfung geschlossen schlucken. Außer du schluckst den Magus zuerst. Eine voreilige Vereinfachung. Wir müssen die Entität entfernen, die das Mädchen malträtiert. Aber wie viel von Nikki wird übrig bleiben? Falls ihr Licht lebt, verbleibt es verloren. Teil eines tatenlosen Traums. Drax war dem Versprechen erlegen und wir haben ihn rausgeholt. Andernfalls wäre ich bei dem... Ich bin cool. Well, hier geht's ums Ende der Welt. Schon vergessen? Los, lauf! Da war Nikki. Frohlocket! Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, das Wunder zu erleben. Großer Einiger, ihr vermögt sie doch zu halten, auf dass sie Zeuge werden? Sicherlich. Na komm, Nikki. Das sieht nicht gut aus. Na, geht's da drauf bei? Oh shit. Okay. Tja. Meine Herrin, verfindet den Schmerz! Erfüllt das Versprechen! Nein! Mantis! Mantis! Ich zieh dir die Haut ab. Groot, versuch ab, du. Peter! Peter, wir können sie retten. Mich hören. Sie braucht deine Hilfe, Peter. Hör nur auf meine Stimme. Du bist fast da. Konzentrier dich auf mich, Peter. Dad. Dad. Hm? Komm schon, steh auf. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Nikki, wo...
zum... So, hilft Nicky die Wahl zu erkennen. Damit willkommen bei Gambit & Drake bei Marvels of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. So, wir können auch noch mal ganz kurz einmal die Bilder Wunder, einmal anschauen. Dass sie das unbedingt will. Wunderschön. Sieht so glücklich aus. Ja, große Finale. Warlock haben wir ja befreit. Und wir müssen irgendwie jetzt Nicky davon überzeugen, dass das ja eigentlich alles gar nicht real ist. Ist jetzt die Frage, müssen wir uns vorhin ein paar Gegenstände angucken, das weiß ich nicht. Oder können wir einfach so mit ihr interagieren? Wir probieren es mal. Stopp! Was war da? Das ist so abgefahren. Wie kriege ich Nicky dazu, dass sie es sieht? Geschmückt hat sie ja ganz schick. Endlich! Aber deine Mom, die ist auch nicht mehr Nicky. Mom kommt gleich zum Essen. Da soll alles perfekt sein. Oh, Nicky. Ihr Geburtstag. Der ist heute. Hast du ihn wieder vergessen? Dad? Dad? Okay. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch. Toll. Hilfst du mir, alles aufzubauen, wie wir es gestern besprochen haben? Ich brauche nur Hilfe mit dem Holoprojektor und dann mit dem Kuchen und dem Geschenk. Ich will nur, dass alles perfekt ist, wenn sie nach Haus kommt. Nicky. Ich meine, die Küche sieht doch schon mal echt geil aus, ne? Ich bin gespannt, wie toll du mich findest, wenn ich diesen Albtraum zerstört habe. Galaxy's Greatest Dad. Dad? Ein cooler Der Projektor? Oh, Corel. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Unüberwindbare Schwierigkeiten trifft's. Wie dring ich zu Nicky durch? Vergiss den Kuchen nicht. Ah ja, ist klar. Ach, Nicky. Kommt dir nichts davon merkwürdig vertraut vor? Nein, ich habe ihn vom Bäckerplaneten bestellt. Oh. Okay, der Teil war immer seltsam. Nein, ich habe ihn gebacken. Okay, bleiben nur noch das Geschenk und der Projektor. Ist doch bestimmt irgendwas in ihrem Zimmer. Chewbacca-Figur? Du bleibst hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. So, den Piratenhut haben wir schon angeguckt. Hier ist das Herzlichen Geschenk. Glückwunsch, liebe Nicky und Peter. Ja, ja. Warte mal ab. Vergiss das Geschenk nicht. Ja, ja. Ach komm. So, einmal das Geschenk. Was soll ich nur machen? Hast du es gefunden? Ja. Okay, legst du den anderen. Sehr gut. Das Geschenk. Leg es auf den Tisch. Spielt irgendwas, was ich hier sage, eine Rolle? Wir haben es besorgt. Auf Nowhere. Weißt du noch? In der Künstlergasse, wo wir waren. Mit dem Gemälde, das hier so gefallen hat. Von Krilla? Das beantwortet wohl meine Frage. Schlechte Imitation. Miserabel genäht. Unfassbar, dass ich das beim letzten Mal nicht durchschaut habe. Kann ich das irgendwie anders drehen, dass irgendwie noch was rausfällt? Nö, ne? Nö, okay. Hätte ja sein können. Ich bin bald wieder bei dir, Mädchen. Wir müssen nur zuerst die Galaxie retten. Na, wo soll denn jetzt dieser komische Projektor sein? Der Projektor muss noch eingestellt werden. Ja. Und wo soll er sein? Mm-hmm.
Okay, Nikki. Was, wenn ich dir sage, dass nichts hiervon real ist? Natürlich nicht. Er ist falsch eingestellt oder so. Übernimmst du das mal? Ja, okay. Das ist immer noch ziemlich cool. Es ist toll geworden. Hätte nie gedacht, dass ich's hinkriege. Apropos krank. Ja, es ist Hala und sein Sternensystem. Mit allen Monden, glaube ich. Es ist wunderschön, Nikki. Können wir jetzt vielleicht reden? Ich glaube nicht. Wie sieht es aus? Sieht aus, als steckst du knietief in diesem Versprechen. Danke, Dad. Ich hab dich lieb. Oh, Mann. Peter, mach die Tür auf. Das ist Mom. Ich sorge dafür, dass alles perfekt ist. Du öffnest die Tür. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Da drin geht's drunter und drüber. Nikki ist in einer Schleife und hört mich nicht. Wir müssen irgendwie zu ihr durchdringen. Peter. Ich weiß, wir brauchen einen Plan. Es gibt kein Wir. Ja, schon kapiert. Ich muss viel wieder gut machen. Peter. Aber wenn wir das durchziehen... Ich bin tot, Peter. Ja, aber... Doch nicht tot. Oder? Aber ich höre doch deine Stimme. Nein, du hast mich hergebracht. Ich sehe dich doch gar. Du siehst einen Geist. Ein Teil von mir ist in dem Seelenstein. Aber nicht auf reale Weise. Ach, Scheiße. Wir kriegen das hin. Vielleicht finden wir einen Weg, dich... Du musst dich jetzt auf sie konzentrieren. Hilf ihr zu akzeptieren, dass ich nicht wiederkomme. Du hättest es mir sagen sollen. Was denn? Das mit Nikki. Naja. Ja, 12 Jahre, du Tochter hat nichts von gemerkt. Vor 12 Jahren? Das ist schon übel. Oh, Peter. Ich kann doch rechnen. Ihr Versprechen ist nicht real. Ja, ich weiß, aber der Teil schon. Auf dem Merkur, du und ich. Die Nacht vergesse ich nie. Ich auch nicht. Aber sie ist nicht deine Tochter. Okay, hätte ich jetzt gedacht. Ganze Zeit ging das Spiel auch da in die Richtung, oder? Nicht. Wie? Das verstehe ich nicht. Sie ist eine Kriegsweise. Okay. Auf dem Heimweg ließ der Kree-Rat alle zusammentreiben, die nicht reinblütig genug waren. Nikki war so zart und zerbrechlich. Ich konnte sie nicht sterben lassen. Na, übel hier mit unseren Gefühlen gespielt, ja. Mann. Ich nicht? Vater? Nein. Jedenfalls nicht ihre. Wow. Weil okay. Jedenfalls nicht ihre ist ja auch schon eine Aussage. Aber ne? Sie braucht dich trotzdem. Sie muss mich loslassen. Ich hab's versucht, sie hört nicht. Das muss sie aber. Der Geburtstag, die Geschenke, was immer es ist, was sie an irgendeine falsche Version von mir bindet, von uns. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, doch, so... bist du. Oder sagen wir, du musst. Ich weiß. So, schweren Herzens. Aber Nick hat es ja eigentlich schon gehört. Wo ist Mom? Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich habe noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Sie wird kommen. Hey! Was ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Nikki. Nein! Ich krieg das hin.
wird trotzdem kommen. Es ist nein, nicht real, nicht. Nikki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich, du bist nicht mein Dad. Nein, das bin du ich nicht. Du bist ich. Ja, Kleines. Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und... Alles, was ich will, ist, sie zu sehen. Was immer durch diese Tür kommt, ist nicht deine Mom. Das weißt du nicht. Ich weiß eine ganze Menge nicht. Wie man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt. Wie man nicht verhaftet wird. Wie man eine 12-Jährige tröstet, deren vollberechtigte Trauer die Galaxie vernichten kann. Aber das... Das Versprechen, Nikki. Einen Betrug kann ich meilenweit riechen. Hierbei geht's nicht um dich. Wie du. Ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Mir ist egal, wie du dich gefühlt hast. Wow. Das war brutal ehrlich. Ich kenne dein Versprechen. Ich kenne Hunderttausende von Versprechen, aber keins davon hilft mir. Ich weiß. Ich weiß. Du sollst nur wissen, dass ich das Gleiche durchgemacht habe, was du gerade durchlebst. Yay. Ist scheiße halt, ne? Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob's nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Auch wenn ich dafür diesen dämlichen Kuchen bis ans Ende aller Tage backe. Schon zu hoffen, dass sie wiederkommt, ist besser, als sich damit abzufinden, dass sie's nicht tut. Und dass alles meine Schuld ist. Hätte ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Wäre ich schneller gewesen. Ich weiß, was du da machst. Ich hab's genauso gemacht. Ich habe mir immer wieder die Schuld für alles gegeben, was passiert ist, wenn... Das ist nicht dasselbe. Und selbst wenn es so wäre... Ich weiß, ich... Es tut weh, dich dasselbe durchmachen zu sehen. Es gibt so viel, was ich meinem damaligen Ich sagen würde, wenn ich könnte. Würdest du auf dich hören? Also ich habe Schnupfen, bevor ihr denkt, ich bin zu emotional, ne? Nein. Wahrscheinlich nicht. Das könnte sie sein. Nein. Nur du kannst die Lüge zurückweisen, Nikki. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie es ist. Ich glaube, etwas sehr Böses hat vor, die gesamte Galaxie zu fressen. Und deine Mom ist, trotz all ihrer Fehler, so gar nicht der Typ, der Galaxien frisst. Aber was ich glaube, ist egal, es ist nicht mein Versprechen. Ich kann es nicht für dich zerstören. Okay. Ich weiß, sie kann es nicht sein. Außer ich glaube daran, dass sie es ist. Also, solange ich fest daran glaube. Nikki, nicht! Glaube mit mir. Zerstör die Illusion und mach, dass sie zuhört. Du weißt, dass ich nicht gut darin bin, so... Doch, bist du. Oder sagen wir, du musst. Ich weiß. Okay. Was, Mom? Das war sie doch, oder? Sie kommt nicht. Natürlich kommt sie. Das war bestimmt nur Carlos, um zu sagen, dass sie sich verspätet. Das heißt, ich habe noch Zeit, das mit der Musik zu regeln. Zerstör die Lüge. Bitte, Mom wird hör mir jetzt einfach jeden zu, Moment hier sein. Können wir nach Moms Geburtstag darüber reden? Deine Mom kommt nicht. Kannst du die Geburtstagssachen nochmal durchgehen? Nichts hiervon ist real. Nur damit alles... Soll das ein Witz sein? Sie ist jeden Moment hier. Nein, Kleines. Sie muss begreifen. Jetzt hör sofort auf, es kaputt zu machen. Nikki, bitte. Nein, ich will's nicht hören.
ist bloß los mit dir? Es tut mir leid, Nikki. Nein! Okay, alles gut. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Du ruinierst alles! Sie muss kommen. Es ist nicht real, Nikki. Nichts hiervon ist real. Ich hasse dich! Du bist nicht mein Dad! Du bist nicht... Ja, Kleines. Ich weiß. Du hast es versaut, so wie du alles versaust. Mom sollte reinkommen und... Alles, was ich will, ist sie zu sehen. Was immer durch diese Tür kommt, ist nicht deine Mom. Das weißt du nicht. Ich weiß eine ganze Menge nicht. Wie man nicht in jedes Fettnäpfchen tritt. Wie man nicht verhaftet wird. Wie man eine 12-Jährige tröstet, deren vollberechtigte Trauer die Galaxie vernichten kann. Aber das... Das Versprechen, Nikki. Einen Betrug kann ich meilenweit riechen. Oh, Zeit, einen Bäumen zu schenken. Nicht um dich. Du hast recht. Ich werde nichts so tun, als wüsste ich, was du durchmachst oder fühlst. Ich weiß selbst nicht mal, was ich fühle. Es ist, als ob ich mich gleichzeitig leer und schwer fühle. Ich sehe sie die ganze Zeit. Aber wenn ich mich konzentriere... Wird das dann jetzt immer so sein? Ich weiß nicht. Das ist bei jedem anders. Aber deine Mom war einzigartig. Sie hat dich wirklich, wirklich geliebt. Ich brauche sie zurück. Mir egal, ob es nicht real ist. Es muss so werden, wie es früher war. Auch wenn ich dafür diesen dämlichen Kuchen bis ans Ende aller Tage backe. Schon zu hoffen, dass sie wiederkommt, ist besser, als sich damit abzufinden, dass sie es nicht tut. Und dass alles meine Schuld ist. Hätte ich sie doch bloß nicht abgelenkt. Wäre ich schneller gewesen. Du bist nicht der Grund dafür, dass sie nicht mehr da ist. Gib dir nicht die Schuld. Wieso nicht? Wenn es doch wahr ist, wenn ich nur... Es ist nicht wahr. Du hast das Ding weder gemacht, noch freigesetzt. Deine Mom war nicht deinetwegen da, wo sie war. So einige haben Mist gebaut, aber dich trifft nun wirklich keine Schuld. Das könnte sie sein. Ich höre gar nichts. Echt nicht? Was denn? Das Klopfen. Da ist ganz klar irgendjemand an der Tür. Oder irgendwas. Sagen wir einfach, das Gruselding an der Tür ist nicht meine Mom. Also, ich krieg das hin. Ich weiß immer noch nicht, wie. Wie kann jemand... Muss ich jetzt den ganzen Tag mit Kuchen werfen? Etwas kaputt zu machen kann befreiend sein. Aber... Es geht auch anders. Was machst du da? So ein Erdending habe ich von meiner Mom. Du entzündest ein kleines Licht zum Gedenken an jemanden. Um ihn zu ehren. Das ist jetzt keine Magie oder sowas. Es bringt niemanden zurück, aber es ist eine Geste. Eine kleine Geste angesichts etwas sehr Schlimmes. Manchmal haben wir nicht mehr.
ich muss immer an den Tag im Aufzug denken. Als sie wütend auf mich war. Nicht so richtig wütend. Wohl eher liebevoll besorgt. Hey. Was immer passiert. Du bist nicht allein. Okay? Danke. Aber da ist etwas, das ich allein tun muss. Für uns alle. Was? Ihr müsst zurück! Bleibt weg von mir! Müssen wir aber, sonst war's das für Goldie. Schnappt euch Rakers Fanclub.